Kutan Immobilien, wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht. Erstklassiger Service, hervorragendes Know-how, Seriosität, Kompetenz und Leistung. Seit fast 30 Jahren für Tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Ja, liebe Fußballfreunde, Metropolregion Rhein-Neckar-News präsentiert Ihnen das Endspiel um die Ludwigshafener Hallenmeisterschaft 2018. Es standen sich gegenüber der BSC Obau als Titelverteidiger und der FC Arminia Ludwigshafen. Der BSC wird trainiert von Göran Galip und spielt in Gelb-Schwarz von rechts nach links. Der hochgehandelte Topfavorit spielt in Weiß von links nach rechts und ging durch Sorg schon nach 30 Sekunden in Führung. Anstatt die Verbandsligisten Ruhe in ihr Spiel bekamen, konnte Alexander Lindenau den Ausgleich erzielen. Und der BSC Obau hatte sogar den Führungstreffer auf dem Fuß. Allerdings scheiterte Dennis Leising an Lacroix im Tor der Arminia. Kurze Zeit später war es dann Ahmed Buga, der nach diesem herrlichen Zuspiel von Schmalenberger das 2:1 ins Tor der Arminia einnetzte. In Führung Arif Buga mit der 26 der Torschütze, langer Spielstand 2:1. Und zur Hälfte der Spielzeit war es Christoph Jakobs, der den Ball ins kurze Eck einwuchtete zum 3:1 für den Landesligisten. Nun liefen die Rhein-Gönnheimer ins offene Messer. Sie verloren völlig den Faden und vor allem, wenn Jan Rillig und Nico Pantano nicht auf dem Feld standen, fand der FCA nicht zu seiner Ordnung. Und so kam es, wie es kommen musste. Nach diesem Fehler erhöhte Timo Gerlein zum 4:1 für den BSC und damit war das Spiel gelaufen. Den Schlusspunkt setzte Dennis Weiß mit dem 5:1. Bitter für die Arminia zur Freude vom BSC, der somit den Titel verteidigen konnte. Wir präsentieren Ihnen noch die Stimmen zum Spiel. Warum die Obauer in den letzten Jahren in der Halle so erfolgreich sind, erläutert uns Sportchef Horst Membel. Letztes Jahr haben wir es gewonnen. Wir wollen es auch heute verteidigen. Ich habe extra 2 Schilder gekauft, weil 2 waren billiger wie 1. Du sagst es, ihr seid immer vorne mit dabei, immer unter den letzten 2. Wie macht ihr das, diese Konstanz in der Halle reinzubekommen? Wir trainieren gut. Was? Da trainiere ich mit. Danke, Michel. Vor dem Turnier habe ich 2 Prognosen abgegeben. Zum einen, dass der Titelverteidiger immer der Favorit ist und zum anderen, dass Nico Pantano, den ich schon seit der Zeit von Mainz 05 in der Jugend, vom Waldhof erkenne, bester Spieler wird. Ich hatte mit beidem recht, leider. Deine Leistung war überragend, aber was sagst du zum verlorenen Endspiel? Ja, also ich denke, wenn man im Finale ist, will man es immer gewinnen. Es war sehr traurig, wie wir uns abschlachten gelassen haben. Gehen in Führung und dann haben es, glaube ich, die Kraft fehlt. Und dann haben ein oder andere Spieler das zu locker genommen. Und in der Halle, wenn du dann mit 2, 3 Toren hinterliegst, ist es ganz schwer, das nochmal zu drehen. Das konnte man nicht mehr, deswegen ist es für mich traurig, in der Höhe verloren zu haben und das schon sehr, sehr bitter ist. Und deine Leistung selbst, wie beurteilst du diese? Ja, ich sag, wir haben eine gute Mannschaft, da fällt es immer ein bisschen leicht zu spielen. Ich denke, ich habe ein gutes Turnier gespielt, aber ich hätte lieber das Turnier gewonnen. Für mich selbst ist es jetzt ein schönes Andenken, schöne Auszeichnung, nimmt man mit, freut mich, aber ein Turniersieg wäre schöner gewesen. Das nächste Jahr bleibst du bei der Arminia, bleibst du Ludwigshafen treu? Genau, ich bleibe bei der Arminia. Das freut mich. Alles Gute für dich, alles Gute für die Arminia und im nächsten Jahr auf zu neuen Ufern. So sieht's aus. Dankeschön und wir sehen uns hier noch. Titelfavorit ist immer der, der den Titel gewonnen hat. Wie fühlst du dich nach diesem tollen Sieg, nach diesem super Turnier? Ja, momentan kann ich das Ganze noch nicht so in Worte fassen. Also, wir haben gerade 5:1 gewonnen gegen FC Arminia Ludwigshafen, der haushohe Favorit. Wir lagen nach 30 Sekunden 1:0 hinten, waren ziemlich platt, da habe ich schon Angst gehabt, oh, wie geht es jetzt aus? Und dann packen die Jungs so ein Spiel aus, das war wirklich Wahnsinn. Ich bin unendlich stolz und es war einfach ein richtig geiler Tag. Ich habe fast keine Stimme mehr, man hört es, weil wir alle so mitgefiebert haben außen und haben alles reingeschrien, dass die Jungs nochmal Vollgas geben und es war einfach nur überragend, ja. Man sagt ja, die Partys beim Horst sind legendär. Wie geht das weiter? Wird das gefeiert beim Horst in eurem Clubhaus?
Ja, wir hatten ja letztes Jahr schon eine Riesenparty, nachdem wir Stadtmeister wurden. Ich vermute, heute wird es nochmal eine Spur schlimmer. Titel verteidigt. Der FC Arminia war dieses Jahr eigentlich nahezu unschlagbar. Aber wir haben es trotzdem geschafft mit einem überragenden Finale. Und wir werden heute, also es haben wir einige frei, ich auch. Und wir werden nochmal richtig Vollgas geben und dann fangen wir ab Dienstag mit der Vorbereitung an. Welcher Titel war schöner für dich? Der Titel jetzt, heute oder der Titel vor einem Jahr? Das ist halt unterschiedlich. Als Trainer ist man viel angespannter. Ich habe batschnasse Hände, bin komplett durchgeschwitzt, total angespannt, stand ich bei jedem Spiel draußen. Als Spieler nimmt man das außenrum gar nicht so wahr. Aber ja, als Trainer ist vielleicht nochmal eine Spur geiler, weil man einfach die ganze Verantwortung hat. Und dann ist man natürlich unheimlich stolz, dann, wenn man es am Ende geschafft hat, ja. Toll, dann sage ich Glückwunsch und sage euch viel Spaß bei eurer Siegesfeier später. Und ich weiß nur eins, MRN Fußballblog ist dann später bestimmt auch mittendrin mit dabei.